Bei der Festveranstaltung 600 Jahre Landtag Steiermark am Dienstag, dem 6. November, konnte Landtagspräsident Manfred Wegscheider, Bundespräsident Heinz Fischer, die gesamte Landesregierung sowie die steirischen Abgeordneten im Landtag begrüßen. Wir haben den Bundespräsidenten nach seiner Meinung befragt, wie wichtig heutzutage ein Landtag in Österreich ist. Also das Wesen eines Bundeslandes ist, dass es sich aus Einheiten, die eine starke Tradition und eine starke Verankerung in der Bevölkerung haben, zusammensetzt. Das sind bei uns die Bundesländer. Und eine Besonderheit Österreichs ist, dass die meisten Bundesländer, also die überwiegende Mehrzahl der Bundesländer, eine Geschichte hat, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Also die Bundesländer, wenn Sie wollen, sind viel älter als Österreich in seiner heutigen Form. Daher sind die Bundesländer ein fixer Bestandteil. Daher sind auch Überlegungen, die Bundesländer einfach abzuschaffen, unhistorisch und nicht in Übereinstimmung mit dem Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung. Wohl aber ist es unsere Aufgabe, zeitgemäße Reformen durchzusetzen und sicherzustellen, dass die Arbeitsbeziehungen zwischen dem Bund und den Ländern optimal funktionieren. Das war auch meine Botschaft in der heutigen Rede zum 600. Geburtstag, neben einem herzlichen Glückwunsch, den ich vorangestellt habe. Das heißt, Sie sehen keine Gefahr für das Bestehen der Bundesländer im Zuge Europäisierung? Nein, ich sehe keine Gefahr, weil die Bundesländer auch durch die Verfassung abgesichert sind. Also das bundesstaatliche Prinzip ist genauso ein Grundprinzip unserer Verfassung wie das demokratische Prinzip oder das rechtsstaatliche Prinzip. Und alle diese Prinzipien gilt es sinnvoll zu gestalten, aber zu bewahren.